Hey Leute, ohne groß irgendwas, irgendeinen Scheiß zu machen, fange ich gleich mal an mit dem Let's Race. So, im ersten Level werde ich erstmal ein paar Regeln nennen. Also zuerst mal wünsche ich euch auch allen erstmal viel Glück, ne? So, und jetzt zu den Regeln, okay. Also, die allerwichtigste Regel ist auf jeden Fall keine Save States. Und noch eine ganz wichtige Regel ist, ihr dürft auf keinen Fall mehr als einen Versuch beim Video machen, weil das ist einfach nur Cheaten. Weil es ist ja... Da ist ja klar, wer gewinnt, wenn ihr immer wieder versucht, bis es perfekt geht. Na, also, das... Da vertraue ich jedem blind, dass der das nicht so macht. Ja, was noch? Gut, ja. Ihr müsst nicht jedes Level machen. Ich zum Beispiel auch umgehe einige Level. Zum Beispiel in dieser Welt Level 3 und 4. Ja, gut. Gibt's noch mehr zu sagen? Okay, wichtigsten Regeln habe ich genannt. So, dann noch eine allerletzte Regel, die habe ich vielleicht sogar schon gesagt im letzten Video, das weiß ich gerade gar nicht. Und zwar nicht, dass wir uns die Save-Dateien schicken. Ich meine, das könnt ihr auch machen, ist mir egal. Ne? Also, dass ihr euch nicht die Save-State schickt, sondern dass ihr immer bis dahin spielt, wo der Partner im letzten Video aufgehört hat. Oh, Scheißsterne. Ja, zum Beispiel hier seht ihr, ich habe gefällt, na trotzdem mache ich keine neue Aufnahme. Gibt's noch mehr zu sagen? Ja, ich schöpfe zum Beispiel meine Zeit voll aus, indem ich auf die Uhr da gucke, die ihr sehen könnt beim Emulator. Und zwar unten rechts. Ja. Ach ja, noch eine kleine andere Regel. Ihr müsst bitte die Super Mario Advance 4 All-Stars Version nehmen. Da hier ein paar kleine Änderungen sind, die nicht wirklich schwerwiegend sind, aber trotzdem finde ich es besser so. Also bitte nehmt die All-Stars-Version. Euch würde ich sogar noch den Link versenden, euch vielen. Okay, so. Okay. Jetzt bin ich hier. Dim. Okay, so jetzt hier rein. Ui! Damn it. Eigentlich hat man bei der All-Stars-Version sogar ein paar kleine Vorteile und das möchte ich euch jetzt nicht. Das möchte ich nicht, dass ihr den habt, den Nachteil dann irgendwie. Zum Beispiel bei dem Gegner bauen sich normalerweise bei der anderen Version Steine auf und das ist hier nicht, man kann einfach direkt zum Bus rennen. Und falls ihr meinen Stuhl quietschen hört, der ist etwas kaputt irgendwie. An der Lehne. Habe ich so das Gefühl. Naja. Nicht so schlimm. Ah! Leck. Boah, komm ich... Ja, gut, danke. Okay, das nehme ich erstmal. Ja, gut. Okay, ich sollte aufhören, die Musik mitzusammen. Sehr schön. Okay. Jo. Oh, das Level hasse ich, wenn man es nicht mit Feder beginnt irgendwie. Aber dafür hole ich die mir jetzt hier. Okay. Wait. Gut, perfekt. Wow. Okay, hier rüber. Ui! Level geschafft. Yay, es läuft gerade relativ gut noch. Weil ich in diesem Level zum Beispiel eigentlich auch schon gerne sehr gerne sogar fehle. Pilzhäuser dürfen nicht offscreen gemacht werden. Das nimmt Zeit vom wirklichen Spiel weg und das ist scheiße. Also das wird nicht gemacht. Und ich hoffe, ich kann euch da eben allen vertrauen. Wow, ich habe die Feuerblume nicht ganz gekriegt. Zum Beispiel deswegen gehe ich auch jetzt in das Pilzhaus. Ja, okay. Oh, ein Pilz. Mann.
So, so lang filme ich noch gar nicht, das ist schön. Jo. Los geht's auf dem Schiff. Na, mit langsamen Scrolling. Ganz langsamen. Langsamen. Ach egal, Scrolling. Ew. Hui. Ja, okay, nehmen wir das mal. Man kann voll schnell irgendwie mit seiner Feuerblume hier ballern, das ist cool. Wow. Ah! Ich will nicht gegen irgendeine Kugel fliegen. Ja. Springen meine ich. Fliegen. Ja. Ist klar. Okay. Es läuft noch reibungslos, aber das ist auch einfach hier. Die Level. Ach ja, falls mal ein Video zum Beispiel 11 Minuten 2 werden sollte, zum Beispiel, ne? Dann müsst ihr den kleinen Rest wegcutten. Das ist ganz wichtig, weil ihr dürft keine 2 Parts hochladen, das ist von mir nicht gestattet. Da müsst ihr zum Beispiel ein Level eben dann wegschneiden. Da ist dann vielleicht keine Verabschiedung dabei oder kein ordentlicher Cut wird gefunden, aber trotzdem. Das ist egal. Ihr müsst das ganze gesamte Level dann leider wegcutten. Was mir sehr leid tut, Leute, aber so ist das nun mal. So sind die Regeln. Ui. Ah! War hier nicht ein Stern drin, ja? Tatsächlich. Oh, du sollst doch nicht in die Richtung machen. Bastard. Jetzt bringst du mir auch nicht mehr viel. Jetzt habe ich nur voll viel Zeit durch dich verloren. Und ich kann durch die Flamme durchrennen, mehr nicht. Ui. Dem. Okay. Zum Beispiel, ich mache jetzt noch 2 Level. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Ob das dann zu 4 Minuten sind. Aber besser, als wenn ich dann ein Level ausgelassen habe, was ich noch hätte, was noch drauf gepasst hätte. Zungensprecher. Zungensprecher. Hm. Ganz genau. Ein Zungensprecher war das. Wie heißt denn das eigentlich nochmal? Zungenbrecher, ja genau. Okay, hier ist ein Leben drin. Ja, was ich alles weiß, ne? Okay, hier warte ich jetzt nicht drauf. Nö, auf keinen Fall. Ah, oh, toll. War eigentlich gleich, ne? Fast. Noch ein Stern, noch ein Stern. Okay, 5 Leben. Sehr schön. So. Okay. Hui. Damit kann ich schon mal sagen, denke ich mal mit relativ gutem Gewissen, dass ich jetzt nicht irgendwie schlecht war für unser Team Pokémon, The Poco Ronaldo und ich. Weil ich bin relativ weit gekommen, würde ich doch meinen. Für 10 Minuten. Wenn das überhaupt noch drauf ist auf dem Video, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah, fuck. Das war nicht so gut. Aber zum Glück gibt es hier auch wieder einen Pilz. Oh, zum Glück ist der in meine Richtung jetzt. Und jetzt hier durchrennen. Ja, was anderes braucht man da gar nicht machen. So, und hier muss man jetzt warten, außer man macht so wie ich und ist voll dumm. Und kratzt